Ich begrüße euch total und recht herzlich zu einer Special-Sendung, zu einer Sondersendung, denn heute waren Dreharbeiten. Bei den Dreharbeiten ist sogar was vergessen worden. Ich halte das Beweis auch hoch. Das ist vom Joker und wer alles da war, werde ich einblenden. Es war richtig was los. Wir hatten Spaß gehabt. An sich wollte ich auch zur DOCON nach Dortmund, wo dann die ganzen Star Wars, Star Trek, Zombies etc. und natürlich auch die Comics-Vertretungen in ihren Cosplay-Kostümen zu sehen waren oder sind. Am 5. und am 6.8.2017 war das. Aber wie das so ist, wurde spontan gefragt, hast du nicht Zeit, könntest du nicht? Und daraufhin habe ich gesagt, komm, mach mal. Habe die ganze Bude strubbelig gemacht und ich zeige euch auch gerade, dass ich da sehr, warum ich so verärgert war. Ihr habt ja im Vorspann gesehen, letztens, dass ich da verärgert war wegen der Telekom. Ich meine, ich habe nichts dagegen, ich mag die Telekom, ich arbeite sehr gerne mit der Telekom, aber ich war irritiert, wie die Telekom da uns den Anschluss, weil wir sind hier im Studio und da ist auch der Anschluss und hinter mir seht ihr da so ein Brettchen, das ich da aus Sicherheitsgründen hingestellt habe, weil wenn ich euch das gleich zeige, wie das da aussieht, könnt ihr mir, glaube ich, zustimmen, dass man da ziemlich erschrocken ist, wenn die Telekom solche Arbeiten hinterlässt. Aber scheint wohl der Fall zu sein, dass das die Telekom irgendwie so macht, weil ein Cosplayer, der sagte mir auch, macht dir nichts raus, war bei uns genauso. Wir haben uns auch total erschrocken, da hingen die Drähte darum. Ich sagte, ich habe Katzen und wie Katzen nun mal sind, spielen die gern mit allem. Wenn die dann spielen, dann habe ich kein Internet, gar nichts mehr, auch kein Home Entertainment. Und somit wäre das natürlich bei uns genauso. So, die Sendung besteht ja immer aus Film, Figuren und Theater. Wir wollen ja auch Hobby machen und die Hobbyisten und vor allen Dingen die Leute, die wirklich Spaß haben und auch richtig spaßig hier gerade wirklich in voller Montur rausgegangen sind. Ich werde gleich das alles noch zeigen. Ich möchte euch nur recht herzlich begrüßen zur Show, zur The Internet Show bzw. auch Star Wars Show in der Star Wars Lounge. Aber jetzt im Moment sind wir ja bei den Cosplayern, die dann verschieden als Joker, als Fragezeichen und Pippetin und wie sie alle heißen, fungieren. Und sich hier umgekleidet haben, auch umgekleidet dann zur DOCON gefahren sind, zu Dortmund und da ihren Spaß haben werden als Joker und als Fragezeichen und. Ja, es macht richtig Spaß, wenn agiert wird, wenn nach den Comics nachgearbeitet wird und wie das dann aussieht, das zeige ich euch jetzt gleich, beziehungsweise blende ich so ein bisschen ein, damit ihr seht, wovon ich spreche. Ich bin jetzt hier im totalen Chaos, damit ihr mal seht, wie das so aussieht. Wir können auch die Kamera mal hier drehen. Ich kann mal eben hier, ich bin gerade alleine, so hier im Studio am Arbeiten. Und da hinten ist der Green Studio. Da haben wir natürlich auch gearbeitet, ist klar. Wir haben hier auch einen wunderbaren Kamin, wo man dann so anlehnen kann und sich unterhalten und Fotos machen kann. Wir haben natürlich diese Wände, wo wir dann arbeiten können, ne? Ich mache mal hier so ein Rundlings, da hier, ne, grün, schwarz, ich setze mich jetzt komplett vor schwarz mal hier, mal schauen, dann habe ich zwar die Lampe mit drin, wie gesagt, wir waren gerade mitten in der Arbeit, da habe ich gesagt, komm, ich mache diese Sendung heute mal für euch, damit ihr seht, wie das auch aussieht, wenn gearbeitet wird und wenn gearbeitet wird, was da so alles anfällt. Und vor allen Dingen ist man dann, wie gesagt, erschrocken, wenn die Telekom so etwas hinterlässt, so, was ja, die hinterlassen hat. In die Hand. Das zeige ich euch jetzt. Das ist jetzt die Sicherheit hier, die nehme ich jetzt weg, weil hier haben gerade sehr viele Leute agiert. Und wenn das passiert wäre, ich will hoffen, dass ich es jetzt nicht aus Versehen bei den Dreharbeiten hier mache. Ich meine, sowas hinterlässt keiner. Also ich als Handwerker darf sowas überhaupt nicht hinterlassen. Ich kriege nämlich dann Ärger ohne Ende mit meinen Kunden und meine Kunden sind mir heilig. Aber schätzungsweise sind wir bei der Telekom als Kunde nicht heilig. Schaut es euch bitte jetzt an. So, das hier ist der neue Anschluss. Das hier ist der neue Anschluss. Einfach hier so, keine Ahnung, den hat er da zusammengefriemelt. Das war hier der alte Anschluss. Keine Ahnung, ich mache aus Sicherheitsgründen, hier hängt das dran. Hier, ja. Und keine Ahnung, wie gesagt, da braucht nur einer drankommen und
da geht gar nichts mehr. Ne? Da habe ich mich also schon erschrocken, das muss ich einfach mal so sagen. Und jetzt zeige ich euch das andere nochmal, damit ihr Bescheid wisst. Telekom könnte doch ruhig ordentlich arbeiten, oder was meint ihr? War ein langer Arbeitstag heute, ja, hat also Spaß gemacht. Es waren vorher Normalkunden da und wie die Normalkunden dann nicht mehr so, wurde dann der Laden geschlossen. Und dann gingen wir ins Studio und dann haben wir natürlich mal. Also wie gesagt, ich spreche jetzt hier über die neue Anlage von der Telekom und dann zeige ich euch was. Und zwar zeige ich euch mal hier, da seht ihr den Anschluss. So, wenn da einer mal dran kommt, dann hängt hier einfach nur. Das hängt hier einfach nur dran. Kommt man da dran, dann ist alles vorbei. Dann können wir mit der Arbeit hier sein lassen. Da werden gerade die Bilder eingearbeitet, da waren die anderen Bilder. Ne? Ich werde euch gleich sowas zeigen, aber dafür muss ich noch mal eben kurz die Kamera ausmachen. Willkommen in der Star Wars Lounge. Nicht jeder mag Star Wars. Also ich hatte heute wieder Künstler da, Cosplayer, die halt ihre Figur Joker, DC. Ich hatte heute DC Leute da, die im DC-Bereich ja, ihren Cosplay ausleben, die auch gerade zu Doku gefahren sind, Dokon in Dortmund, am 5. und am 6. August war das. Es hat mir unheimlich wieder viel Spaß gemacht, es war spontan, es war jetzt keine Arbeit, wo wir richtig arbeiten, wo alles peak fein und so weiter. Ich muss jetzt vieles noch machen, dass die Bilder schön werden. Das, was ich hier so zwischendurch einblende, deswegen gehe ich ein bisschen hier Outsourcing hier, damit ihr seht, das sind einige, die im Green Room gemacht worden sind. Ich will hoffen, dass ich hier ein paar gute einblende. Ja, wie gesagt, jeder ist total recht herzlich willkommen, nicht nur Star Wars Fan in dieser Star Wars Lounge, nein, auch in der DC Welt. Ich könnte sein, dass der sogenannte Joker, genau, der Joker, der ist sogar da oben. Das habe ich jetzt leider vergessen. Sie hatte eine wunderbare Figur verkörpert. Jeder weiß sofort Bescheid, welche Figur sie verkörpert hat, weil sie ja jetzt hier gerade zu sehen ist. Passt, ich habe es mir genau angeschaut, passt, sieht super aus, ist nicht die Lady da, sondern die Figur. Also die Figur, das passte, sie hat mitgearbeitet, wunderbar. Die Lady habe ich leider nur kurz gesehen, kann euch sagen, war eine hübsche Lady, die halt sich das Kostüm ausgesucht, sich geschminkt und diesbezüglich agiert hat. Spitzenmäßig, es hat richtig viel Spaß gemacht mit den dreien. Sah heute Morgen schon sehr lustig aus, wie so ein Fragezeichen an dem Schaufenster vorbeigelaufen ist. Ich weiß nicht, wie viel Werbung ich da noch machen soll, aber er lief dann immer weiter, bis ich rausguckte und sagte, bist ein bisschen weit gelaufen, das Studio ist hier. Anhand der Figuren dort hätte er es erkennen müssen, weil die Star Wars Figuren ja im Schaufenster momentan stehen. Wo kommen wir zum Schaufenster? Das Schaufenster wird umgebaut und es wird komplett, also es werden Dioramen gebaut, so Themen, so wie hier oben, so leicht noch zu sehen. Die Figuren bekommen irgendwelche Plätze. Ihr wisst, was Modellbau ist, wie Modellbau funktioniert. Und genau so wird das dann auch gemacht, Modellbau. Die Figuren werden zusammengebaut, die Themen werden zusammengebaut und das wird dann im großen Schaufenster dann ausgestellt werden. So, ich sehe gerade, heute Morgen war leicht schlechtes Wetter, fast schon sehr schlechtes Wetter, es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Jetzt scheint die Sonne, jetzt haben wir auch viel gemacht, wir haben, wie ich sehe, also wir waren von 9:30 bis 14 Uhr jetzt hier tätig und haben da viele Bilder, viele Video-Sequenzen gemacht und diesbezüglich können wir dann, also das werde ich, also seht ihr ja, wird ja hier so ein bisschen eingeblendet, könnt ihr so einen leichten Vorgeschmack, die Sendung ist ja und wird ja wie immer so zusammengeschnitten, damit ihr auch Lust habt, diese Sendung zu sehen. Ich bedanke mich wirklich an allen Akteuren, die schon hier waren, die ganzen Dortmunder, die hier waren in ihren Kostümen, vor allen Dingen jetzt diese drei im DC-Bereich und dieser DC-Bereich, also wenn man so eine Comicfigur plötzlich, wenn die anfängt zu leben, wenn eine Comicfigur plötzlich beginnt real zu werden, ja, wenn die wirklich hautnah neben dir steht,
und du dann mit ihm auch redest, mit dieser sogenannten Comicfigur, macht das unheimlich viel Spaß. Für mich ist Regie und Dramaturgie und Film- und Fotoproduktion sowieso. Aber es war mal wieder toll. Es hat richtig wieder Spaß gemacht. Vor allen Dingen, wenn die, wie gesagt, in den ganzen Kostümen um einen sind. So, jetzt muss ich aufräumen, weil der normale Betrieb geht ja auch weiter. Und da kann man ja nicht in Chaos. Ich meine, was der Telekom-Chaos da verursacht hat, haben wir darüber schon gesprochen, habe ich euch auch gezeigt. So richtig lustig fand ich das nicht, weil wenn wir da agieren im Studio, braucht nur einer unachtsam sein, irgendwie an die Wand kommen und schon ist das Kabel durch. Und das kann es ja wohl nicht sein. So, ja, also, wie gesagt, wenn ihr auch so Probleme habt mit der Telekom oder überhaupt einen Dienstleister, der bei euch vorbeikommt als Handwerker und dann alles so strubbelig hinterlässt, dass ihr euch fragt, hallo, geht's noch? Ja, scheint wohl heute Fall zu sein. Ich meine, für 133 Euro, das ist mir das ja jetzt nicht gefallen. 133 Euro soll das kosten, was die Telekom da verborgt hat. Da müssen wir leider nochmal drüber reden. Ich mache Freundschaftspreise, so ein Fotoshooting hier hat gerade mal 50 Euro gekostet, weil das spontan war und weil es junge Leute waren. Und wie gesagt, das war jetzt kein Beruf, also es war jetzt nicht wirklich, dass man sich hinsetzen muss und richtig arbeiten muss. Da wird es halt teurer, versteht sich. Aber so spontan Filmchen, so spontan Fotos mache ich sehr gerne. Darüber über den Preis, wie gesagt, können wir uns unterhalten. Und ich hoffe, die Originale, die da Videoclip jetzt auch gesehen haben, wo sie dann jetzt hier mitgewirkt haben, haben das genauso empfunden. Also, bedanke mich total recht herzlich und ich sage euch, die nächste Sendung wird sicherlich noch lustiger, aber nicht mehr so lustig, weil da geht es nur noch um das Hobby. Und das Hobby heißt Modellbau. Und Modellbau wird dann wohl ziemlich ruhig sein. Ich werde euch jetzt gleich nochmal ein paar Sachen zeigen, damit ihr wisst, was wir meinen mit Hobby und Modellbau. Habt da mal was ausgesucht, das ist Toro für den Tiger 1 Panzer, ein Fotograf, der die Szene dann sozusagen fotografiert. Ich zeige euch mal ein bisschen, noch geht es ja nicht los, es ist ja nur die Ankündigung. Ich versuche das jetzt hier alles mal so hinzubekommen. So sieht es aus. Okay, ist jetzt wir gehen jetzt in den Zweiten Weltkrieg sozusagen. Das ist eine 1:9 Maschine, die aufgebaut werden wird, damit die 1:6 Figuren darin Platz nehmen können. Und dann kriegen wir hin. Ob wir das so alt hinkriegen oder funkelnagelneu, müssen wir schauen. Werdet ihr alles live erleben können, auch mit den Figuren von Tamir, die dort dann zusammengeklebt werden müssen. Und dann, ob die nachher wirklich so ausschauen, werden wir dann auch vor laufender Kamera sehen. Denn wir fangen damit wieder an. Wir wollen auch Anfängern wieder animieren, die Interesse haben, sowas zu machen, nicht nur den Cosplayern. Wie gesagt, wir mögen ja 1:6, 1:9, weil das wunderbare, tolle, große, für Schaufenster sieht es ja auch gut aus. Und wie gesagt, 1:16 ist dieser hier und auch von Toro. Toro ist 1:16. Wie gesagt, das ist ein Fotograf der damaligen Zeit, der da die Szene da fotografiert hat. Das wird auch gezeigt werden und wenn ihr Lust habt, schaltet ihr ein und dann zeigen wir euch das in einer gemütlichen Sendung. So, jetzt bin ich ein bisschen erschöpft hier. Jetzt will ich mir erstmal ein Käffchen trinken und ein bisschen Nahrung zu mir nehmen und diese Sendung fröhlich beenden mit der Telekom in Hacken.